Den Entwurf des Hauses würde ich eigentlich so zusammenfassen, dass der eine super Symbiose ist aus praktischem Nutzen. Also das musste ja auch wegen des Grundstücks und unseren Anforderungen, aber auch aus einer schönen, ansprechenden Architektur. Also es ist einfach beides. Es ist praktisch und es wird hoffentlich toll aussehen. Das jetzige Haus würde ich schon als perfekt bezeichnen. Also ich fühle mich hier sehr wohl mit den zwei Terrassen, dem großen, weiträumigen Wohnzimmer ohne Mauern, einer netten Nachbarschaft. Man hat seine kleinen Rückzugsmöglichkeiten. Ich habe mich hier immer sehr wohl gefühlt. Das ist ein gutes Haus. Es hat eigentlich eine gute Größe. Es hat Terrassen, man kann vorne und hinten sitzen, die Kinder draußen spielen sehen. Das war super, als die Kinder kleiner waren. Man musste die draußen nicht aus den Augen lassen. Da waren immer andere Kinder, mit denen die spielen konnten. Aber das Haus kommt in die Jahre. Es ist jetzt mittlerweile, glaube ich, 12 Jahre alt oder 13 Jahre alt. Und das ist, glaube ich, kein Haus, mit dem man alt werden kann, auch von der Bausubstanz her. Dementsprechend hatte ich immer schon mal so den Gedanken, was Neues zu planen, was Neues zu kaufen. Dementsprechend freue ich mich umso mehr auf unser neues Projekt. Ja, ganz ehrlich, als ich die ersten klareren Entwürfe gesehen habe, unsere Architekten, ganz ehrlich, da ist mir ein bisschen warm ums Herz geworden, dass das so schön wird und dass das so cool wird und allein schon von den vom Plan her hätte ich mir nie vorstellen können. Es besteht aus Terrassen, es besteht aus Garten, es besteht aus großen Räumen, aus hohen Räumen, aus viel Licht, teilweise auch manchmal ein bisschen verschachtelt. Ein paar Spielereien sind dabei. Es wird, wenn alles gut geht, einen Pool geben. Und eigentlich sind da so alle Träume drin vereint. So, jetzt hast du ja schon mal ein bisschen was von dem neuen Haus gesehen, ne? An dem neuen Haus, was freut dich denn oder worauf freust du dich am meisten? Ich freue mich aufs neue Haus, weil wir da einen eingebauten Pool kriegen und weil ich da ein Baumhaus krieg und weil wir so einen großen Garten haben. Das neue Haus wird viel besser, was ich bis jetzt gesehen habe. Es gibt einen Pool, ich habe ein großes Zimmer mit einer Hochetage und ein eigenes Badezimmer. Trotzdem haben wir da jetzt nicht irgendwie einen Millionenprojekt oder mehrere Millionenprojekt am Start, sondern das ist alles noch auf dem Boden der Tatsachen geblieben. Und wenn die Planung das hergibt oder wenn es so wird, wie die Planung es hergibt, dann bin ich einfach zufrieden und freue mich einfach drauf. Wir möchten unser Haus in einem klassischen, zeitlosen, industriellen Stil bauen. Vorlage oder Vorbilder sind da eher so Zechenbauten im Ruhrgebiet, also alles, was so ein bisschen den raueren, derberen Charakter hat. Wir haben hier in der Firma gemerkt, im Prinzip, dass es da zwei Seiten gibt. Auf der einen Seite kann man durch den Einsatz von Industriematerialien sehr viel Geld sparen und auf der anderen Seite muss man aber vielleicht auch bei manchen Sachen ein wenig mehr Geld anlegen. Also wir möchten halt diesen Industriestil gerne haben. Also gute Ideen sind zum Beispiel, dass man Industrieestrich nimmt, der vielleicht ein bisschen kostengünstiger ist als ein anderer Bodenbelag. Dass man Beton quasi einfach roh lässt und nicht weiterverarbeitet und als Stilmittel einsetzt. Aber vielleicht auf der anderen Seite durch Stahleinbauten, vielleicht ein hochwertiges Schalterprogramm, die ganze Sache noch so ein bisschen wertiger macht und auch schöner macht. Wichtig ist für uns, es geht da nicht um ein teures, wahnsinniges, nobles Haus, sondern eher um ein sehr praktisches und klar strukturiertes Haus. Und das ist das, was wir wollen.